Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier. Und heute hätten wir mal was, was es so noch nie gab auf diesem Kanal. Und ja, heute gehen wir mal den WM-Kader durch. Denn ja, ich glaube, heute fliegen die ganzen Nationalspieler hier ins Trainingslager, glaube ich, ne? Und so, jetzt ein krasser Augenblick jetzt mal, ein krasser Tag jetzt mal den WM-Kader mal. Tja, zu untersuchen und dass man eine Meinung sagen kann und sowas halt, nee. Und der WM-Kader wurde schon letzte Woche bekannt gegeben, letzte Woche Dienstag. Und jetzt wurde eigentlich schon da machen halt, ne? Den Mittwoch danach. Wie immer, da habe ich schon Videos gehabt und deswegen habe ich es jetzt eine Woche später. Aber wenn das hier und wenn die heute ins Trainingslager fliegen, das ist vielleicht auch ein bisschen, ne? Gut, ich sage mal zu jedem Spieler so meine Meinung, was ich zu dem halte, zum WM-Kader. Ne? Das sind jetzt die 27 Spieler, die erstmal jetzt ja, mitfahren, erstmal. Und dann werden, glaube ich, noch so ein paar rausgewählt. Ich glaube, vier müsste eigentlich sein. Ich glaube, da geht's, man darf, glaube ich, nur 23 mitnehmen, deswegen müssen, glaube ich, vier gestrichen werden. Und ja, ich würde sagen, Marc-André ter Stegen ist damit, denke ich, mal klar. Wenn Neuer nicht mit, wenn Neuer nicht fit wird, dann ist er auf jeden Fall Nummer 1. Bei Neuer war ja die Sache, dass der jetzt halt schon jetzt seit September verletzt war. Hat kein Spiel bestritten. Und das wurde jetzt halt trotzdem nominiert. Obwohl er auch keine Spielpraxis hat. Ja, waren an vielen da war Wunderung, weil er hat kein Spiel bestritten und wird trotzdem halt mitgenommen. Na. Und das hat die Sache, erstmal zur Sicherheit, erstmal mitnehmen, weil wenn er fit wird, dann wird er wahrscheinlich auch spielen. Ja. Aber wenn er nicht fit wird, dann kann man ihn immer noch streichen. Aber wenn er fit wird, dann hat man ihn auf jeden Fall dabei. Wenn er doof dann jetzt irgendwie dann doch fit wird, dann hat man ihn halt nicht dabei, ne? Wenn es halt war der weltbeste Torwart auf der Welt halt, ne? Und da kann auf jeden Fall einen Unterschied auf jeden Fall auch ausmachen. Und ja. Ich denke, wenn Neuer halt nicht fit wird, kann man ja halt immer noch streichen. Und dann ist halt Ter Stegen definitiv Nummer 1. Und ja. Aber wenn Neuer halt fit wird, ne, der hat irgendwie noch zwei Spiele vor der WM, so zwei Testspiele. Und da wird er wahrscheinlich dann wahrscheinlich auch spielen. Und wenn er die absolviert hat, dann wird er wahrscheinlich auf jeden Fall mitkommen. Wahrscheinlich. Bernd Leno, wahrscheinlich dann die Nummer 3. Wenn er mitkommt. Ich denke, er wird aber wahrscheinlich kein Stammspieler sein. Er wird wahrscheinlich trotzdem mitfahren. Und da geht es halt noch Kevin Trapp. Wenn Neuer nicht mitkommt, ist Kevin Trapp auch dabei. Ja, das ist klar. Na, aber wenn Neuer mitkommt, dann wird entweder Leno oder Trapp gestrichen. Und wahrscheinlich wird dann eher Trapp gestrichen, weil Trapp hat auch keine richtige Spielpraxis bei Paris Saint-Germain. In der Liga spielt er auch gar nichts, sondern irgendwie nur im Pokal oder so. Und Leno ist halt Stammkeeper bei Leverkusen. Und da wird er wahrscheinlich Leno eher mitnehmen, weil er Spielpraxis hat. Mats Hummels, denke ich, keine Diskussion. Ich denke, er wird in der Verteidigung gesetzt sein. Und wahrscheinlich auch genau wie Boateng. Das ist halt die Frage, ob er fit wird oder nicht. Er hat sich auch, glaube ich, in der Champions League Halbfinale, glaube ich, verletzt. Und ja, wenn er fit wird, dann ist er wahrscheinlich dabei. Und muss man ein bisschen abwarten, aber wenn er halt fit wird, dann ist auch da bei ihm wohl, glaube ich, keine Diskussion. Antonio Rüdiger wird wahrscheinlich auch dabei sein. Niklas Süle, vielleicht als Backup eventuell. Oder wenn Joe Boateng halt nicht mitfährt, dann ist er wahrscheinlich auch dabei. Jonathan Tah war für mich ein bisschen überraschend, dass er mitgekommen ist. Ich glaube, der war schon irgendwie ewig nicht mehr im Nationalmannschaft dabei. Na, und jetzt haben wir das Trophäe jetzt nominiert. Und, war für ein bisschen komisch, dass er nominiert würde. Wahrscheinlich ist es auch so ein Streichkandidat. Ich meine, wenn dann Hummels, Boateng, Rüdiger und Süle irgendwie mitfahren, dann ist das natürlich ein Streichkandidat. Matthias Ginter, keine Ahnung. Oder war jetzt schon fast auch dabei jetzt bei der Nationalmannschaft. Mal gucken, ob er mitfährt oder nicht. Da weiß ich echt nicht, ob er da gestrichen wird. Wahrscheinlich nicht. Aber keine Ahnung.
Jonas Hector wahrscheinlich auch gesetzt auf der Linksverteidigerposition, ne? Und als Backup wird Plattenhardt wahrscheinlich auch mitfahren, ne? Der ist auch ein Linksverteidiger. Und Deutschland hat eben halt nur diese beiden Linksverteidiger. Und als Backup, ne? Joshua Kimmich ist wahrscheinlich auch, ist mich auf jeden Fall gesetzt, auf jeden Fall. Auf der Rechtsverteidigerposition. Sebastian Rudi, der hat jetzt bei Bayern kaum gespielt, so. Ne? Aber am Anfang lief es noch ganz okay eigentlich für ihn, da hat er öfters mal gespielt. Also der Heynckes da ist, der war ja kaum noch beachtet worden. Ich war jetzt auch ein bisschen überrascht, als er jetzt auch tatsächlich mitgefahren ist. Ist auch eigentlich auch so ein Streichkandidat, er. Toni Kroos, keine Diskussion. Leon Goretzka war natürlich wahrscheinlich auch nicht. Gündogan hat auch eine super Saison jetzt bei Manchester City gespielt. Deswegen wird er wahrscheinlich auch da mitfahren. Skriniar wahrscheinlich auch. Mesut Özil war jetzt auch verletzt. Oder hat irgendwas mit dem Rücken gehabt. Aber auch er wird wahrscheinlich fit werden. Und dann ist natürlich dann, glaube ich, auch dabei. Leroy Sané hat jetzt auch eine gute Saison bei Manchester City gespielt. Und ist wahrscheinlich dann auch dabei. Und ich glaube, wie Julian Draxler. Obwohl Draxler bei PSG jetzt nicht so oft gespielt hat. Aber trotzdem ist er wahrscheinlich auch bei Löw halt gesetzt. Und wird wahrscheinlich auch mitfahren. Marco Reus, der hat jetzt hier öfters so ein paar Turniere verpasst. Ich glaube, ich die WM 2014 hat er verpasst. Durch eine Verletzung, ne? Über den letzten Testspiel hat er sich noch verletzt. Bei der EM war er auch erst nominiert, aber wurde dann doch gestrichen, weil er nicht rechtzeitig fit wurde. Und jetzt ist er dann doch dabei. Mal gucken, ob er fit bleibt. Ne? Aber wenn er fit bleibt, dann wird er wahrscheinlich auch mitfahren. Julian Brandt. Vielleicht als Joker, ich weiß es nicht. Könnte mitfahren, aber als Stammspieler wahrscheinlich nicht. Sondern eher als Joker oder so. Vielleicht wie für das Sané oder so, oder Draxler. Ne? Also das weiß ich nicht, ob er dann die Stammspieler ist, wahrscheinlich nicht. Thomas Müller, keine Diskussion. Timo Werner auch da bei ihm, keine Diskussion. Und dann natürlich jetzt Nils Petersen. Alle dachten eigentlich, dass Sandro Wagner mitfährt. Aber Löw hat sich dann doch für Nils Petersen entschieden, wahrscheinlich als Joker-Spieler. Ne, weil er ziemlich viele Joker-Tore macht, er braucht halt nicht so viele Chancen, um ein Tor zu erzielen. Deswegen als Joker wieder wahrscheinlich ist er wahrscheinlich ganz gut. Aber auch Petersen ist wahrscheinlich eher so ein Streichkandidat. Weil man natürlich noch Mario Gomez hat. Ne? Als letzter Spieler in der Liste hier. Gomez wird wahrscheinlich mitfahren als ja, Stürmer, der so ein paar Bälle festmachen kann. Ne? Deswegen wird er wahrscheinlich auch mitfahren. Mal gucken, ob er Petersen mitnimmt. Ich glaube eher nicht. Ich denke, ist auch eher so ein Streichkandidat eher. Gut, dann würde ich sagen. Das wäre so auf jeden Fall der WM-Kader gewesen. Ich habe so ein paar Spielern so meine Meinung gesagt, was ich davon denke. Ich denke, was sind für uns ein paar Überraschungen dabei. Das wäre dann Jonathan Tah oder auch hier Nils Petersen. Ja, war schon ein bisschen überrascht. Ich bin mal gespannt, welche Spieler dann am Ende dann gestrichen werden. Ja, und mal gucken, ob Neuer noch fit wird oder nicht. Wenn nicht fit wird, dann wird er sehr wahrscheinlich gestrichen. Also wird dann gestrichen. Ne? Mal gucken, ob Neuer dann halt fit wird. Gut, mal gucken, was mit Boateng ist. Wo er wahrscheinlich auch mitfahren wird. Und ich denke, wird dann, glaube ich, dann doch fit. Ne? Ich glaube, das gleiche bei Özil. Und ich bin mal gespannt, welche Spieler dann mit dann zur WM fahren und welche nicht. Ne? Da wie sagen wir es gewesen von diesem etwas anderen Video. Ich habe mal den WM-Kanal ein bisschen analysiert. Und würde ich sagen, was ist gewesen? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da. Abonniert vergessen. Und tschüss.